Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werden wir mal was ganz Neues ausprobieren. Ihr seht hier, habe ich kleine Tonsteine. Die sind von Lifehock. Das ist so ein Hersteller für so Tonsteinhäuser. Da gibt es alle möglichen Varianten von. Findet ihr unten im Link, könnt ihr bei Amazon bestellen. Da bekommt ihr so Tonsteine her. Ich habe hier schon mal probehalber so ein paar miteinander verklebt. Und zwar das eine habe ich mit diesem Lexan-Kleber einfach ausprobiert. Weil ich den sowieso da habe, dachte ich, okay, ich probiere es einfach mal aus. Die Klebeflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Dachte ich mir, passt doch eigentlich ganz gut. Und die andere Variante hier habe ich einfach mit Holzleim festgeklebt. Weil ich gedacht habe, Holzleim müsste eigentlich gehen, dadurch, dass der Ton ein saugendes Material ist, dachte ich, probiere ich das Ganze doch einfach mal aus. Was ich damit vorhabe, ich werde mir so ein bisschen so ein Diadorama bauen für meine Crawler. Und das wird in etwa irgendwie so hoch werden, also so gute 10, 15 cm. Dafür habe ich hier so einen Haufen an Steine. Die sind nicht wahnsinnig günstig. Somit da eine ganze Scale-Garage draus zu bauen, wird super schwer und relativ teuer. Also da sprechen wir schon mal von ein paar 100 Euro, wenn ihr so ein ganzes Gebäude euch bauen wollt, wo der Crawler dementsprechend reinpasst. Genau, dann könnt ihr hier einfach mal so die Form vorlegen, was ihr euch so vorstellt, wie groß das Ganze werden soll, werden darf. Ich denke mal, ich mache hier einfach mal über die Ecke noch so einen halben Stein und werde das Ganze nachher mit zu einem modularen Bausatz fertigen. Also da werden mehrere Ecken von kommen, die ich dann miteinander kombinieren und verbinden werde oder verbinden möchte. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal hier wieder gucken, welche Flächen wir hier miteinander verkleben. Ich nehme immer den Stein, den ich draufsetze und verklebe den dementsprechend. Der Vorteil von dem Holzleim ist natürlich, der ist relativ, relativ günstig, aber die Unterlage ist zu weich. Die muss ich einmal umdrehen, damit mir das Ganze nicht auseinanderfällt oder zu große Spaltmaße bekommt. Weil hier auf der Rückseite habe ich ja eine feste Unterlage. Da kann ich das so ein bisschen mehr anpressen, sodass das Ganze dann nachher ein Modul wird, was ich dann je nachdem, wo ich es hinhaben möchte, einfach mit an meine Offroad-Strecke nehmen kann oder in dem Bereich, wo ich so ein Diadorama erstellen möchte, kann das natürlich mobil unten bei mir im Keller nutzen, in der Werkstatt, kann natürlich das auch mit zu Freunden nehmen und dort das gemeinsam teilen. Das ist, wie gesagt, so der Hintergedanke bei dem Ganzen. Der Leim trocknet klar aus. Von daher, das Ganze wird sicherlich auch noch ein bisschen überge-airbrushed werden, sodass dort einfach auch ein bisschen Struktur und ein bisschen Alterung, Witterung rankommt. Vielleicht auch noch so ein paar Gräsernadeln von dem Bahnmodellbaubereich. Da gibt es ja so Tannennadeln und alles Mögliche. Hier haben wir sogar so einen Stein, wo so eine Ecke weggebrochen ist, was auch richtig, richtig schick aussieht und natürlich so ein bisschen Charakter zu dem Ganzen mitbringt und das nicht mehr ganz neu erscheinen lässt. Hier sind auch immer mal so Ecken abgeplatzt. Stört mich jetzt ehrlich gesagt halt nicht, weil das so ein bisschen individualisiert. Man könnte jetzt natürlich auch Steine wirklich brechen und dadurch, dass es Ton ist, hätte man auch richtig schöne Bruchstellen, die man dort
zu Gesicht bekäme. Oder dann zu Gesicht bekommt, so. Es gibt hier auch so halbe Steine. Die werde ich jetzt hier nutzen. Ich werde hier so ein bisschen so einen geraderen Aufgang ja, erstehen oder entstehen lassen. Erstehen. Auferstehen oder was? Genau, dass der Leim da ein bisschen rauskommt an den Ecken, das stört mich nicht. Das wird nachher so ein bisschen als Mörtel, denke ich mal, verkleidet. Da kann man sich dann auch kreativ bei der Anpassung der Steine kreativ werden lassen oder kreativ sein, so. Und ursprünglich sind die Steine gedacht für Kinder, damit die dort mit einem Maisstärke Mörtel sich selber ihre Häuschen bauen können. So, wo ist jetzt ein kleiner Stein? Da hinten ist einer. Und ja, dann dementsprechend ihre eigenen Ideen und Vorstellungen umsetzen können, um da die Häuschen zu bauen. Gibt auch welche mit Solarpanel, sodass man dort eine Mühle betreiben kann, wenn man denn will. Das ist halt alles so ein bisschen so eine, ja, Sache der Kreativität. Ich habe erst überlegt, ob ich mir richtigen Zement dafür anmische und hole. Aber ja, habe einfach aus Bequemlichkeitsgründen gedacht, an sich müsste es mit einem Leim auch gehen, zumal Leim jetzt nicht gesundheitsschädlich per se ist. Während Mörtel wird einem geraten, den zu verarbeiten, halt mit einer entsprechenden Sicherheitsmaske. Was natürlich die Anwendung schon wieder für den einen oder anderen ein bisschen schwieriger macht. Und ich persönlich ein Fan davon bin, das so einfach wie möglich zu halten, damit das nach Möglichkeit irgendwie jeder nachbauen kann. Und ja, da nicht so die Hürden so riesig sind, um jetzt irgendwie was nachzubasteln und das nachzuahmen. Thank you.
Ja, wie immer geht natürlich, wenn euch das Video hier gefallen hat, zu diesem Diadorama, dann gebt dem Video gerne einen Daumen. Ihr dürft es natürlich selbstverständlich gerne nachbauen. Hier, das gefällt mir hier sehr, sehr gut auch, dass wir hier so ein bisschen Struktur haben. Wir sehen es hier an den Schatten von den Mauern. So, dass die nicht alle ganz gleichmäßig sind. Aber das stört mich echt überhaupt nicht. Das gibt dem richtig schönen Charakter und lässt das nachher bestimmt richtig gut aussehen. Wie gesagt, ihr dürft da gerne einen Daumen da lassen. Abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video.